30 Grad, ich kühl mein Kopf am Fensterglas, such den Zeitlupenknopf. Wir leben immer schneller, feuern zu hart. Wir treffen die Freunde und vergessen unseren Tag. Wollen keinen Stress, keinen Druck, nehmen Zug, noch einen Schluck. Vom Gin Tonic gucken diesen Himmel wie aus Hollywood. Rot knallt in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk? Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Kannst du auch nicht schlafen? Bekommst du auch kein Auge zu? Lass uns gemeinsam warten. Ich fühl mich genau wie du. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht. Yeah, yeah. Wir sehen, wie die Sonne aufgeht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken. Könnte Fidi einen Platz da oben einnehmen? Grundsätzlich ja. Ich kann mich auf jeden Fall sehr gut an dich erinnern. Nicht nur an die Dame mit dem Cello, sondern auch an deine Stimme. Aber ich glaube, der Song hat nicht so gut gepasst. Mhm. Und deine Version hat nicht so gut gepasst. Ich glaube auch, dass das Cello wie so ein Klotz am Bein eher war hier und da. Du konntest dich nicht so richtig frei bewegen. Und dann dafür, dass du am Ende da so ein paar Mal reinhaust, war es irgendwie zu lange da, ungenutzt. Ja. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hätte dich schon gerne noch viel weiter in dieser Show gesehen, weil ich wirklich ein Fan von dir bin. Aber ich weiß nicht, ob das, was ich hier jetzt gesehen habe, reicht. Okay, danke dir. Ja, Fidi, du hast es ja nicht gut gemacht, sondern es hat irgendwie nicht das ausgeschöpft, was man in dir sieht, wenn man dich in den Battles, in den Blinds gehört und erlebt hat. Irgendwie bist du nicht reingekommen in den Song und hast dann das Cello ein bisschen als Schutzschild genutzt und so. Und es bringt mich halt ganz schön in die Bredouille hier bei den Sing-Offs, wo es nur zwei Plätze gibt, die weiterkommen können. Die Kacke hier ist, ich finde, es war nicht der richtige Song, aber du bist die richtige Künstlerin. Das ist mein Problem. Aber mein Phantom für dich reicht, um dir einen Stuhl zu geben. Oh, oh, das war schon deine Entscheidung, ja. Mann. Das heißt, Fidi, du bekommst einen Hot Seat. Ich kann's gar nicht glauben. Wow. 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 Krasser Scheiß. Ja. Das ist sicher keine einfache Entscheidung. Sagen wir mal, auf irgendeiner Ebene auch unfair, auf einer anderen Ebene ist es fair. Nastja muss ihren Platz freimachen. Oh! Oh. Vielen, vielen Dank dir, Nastja. Die Reise ist hier leider für dich zu Ende. Liebe Fidi, das ist dein Hot Seat.